Was geht, Leute? Und welcome zu so einem bisschen anderen Video mal heute. Als die letzten beiden Apps gemacht haben, haben sich ja mal super viele Leute gewünscht, dass ich mal so ein Behind-the-Game-Video mache, wo ich wirklich ein bisschen auf die Mechanik eingehe, vielleicht sogar ein bisschen Code erkläre und so. Und ich dachte mir, bei dem Game mache ich das wirklich mal. Und deswegen sehen wir hier schon Unity mit meinem tatsächlichen Projekt von dem Game. Das ist das Red Rings Level, was ich gerade offen habe. So schauen die Level aus in Unity. Das sind einfach quasi die Anreihung der Asteroiden. Hier vorne ist der Spieler. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal ein paar verschiedene Dinge einfach an. Fangen wir einfach mal direkt bei den Asteroiden selbst an. Da gibt es ja verschiedene Arten von Asteroiden. Es gibt ja einmal die grünen Asteroiden. Das sind ja einfach so 3D-Modelle nur. Dann gibt es noch die roten Asteroiden. Und dann gibt es noch die blauen Asteroiden. Und dann gibt es noch die lilanen Asteroiden. Alle sind einfach so ein 3D-Modell. Alle haben eine Sache gemeinsam. Sie haben halt ein Collision Map. Das sind diese grünen Linien. Das ist quasi das, was das Spiel wirklich berechnet, ob man diesen Asteroiden getroffen hat. Das heißt, das Spiel achtet nicht darauf, ob man den Asteroiden selbst trifft, sondern das Spiel achtet darauf, ob man diese grünen Linien trifft, sage ich mal. Dann gibt es noch ein paar simple Scripts, die da drauf sind. Und zwar einmal ein Asteroid Movement Script. Das ist einfach nichts, als dass der Asteroid jedes Mal anders gedreht wird und sich so leicht dreht, sodass das Level so ein bisschen random aussieht. Und dann gibt es das erste wichtige Script tatsächlich, und zwar Shatter on Collision, so sieht das aus. Das ist das Script, was handelt, dass Asteroiden richtig zerstört werden. Nicht nur, dass sie überhaupt zerstört werden, sondern auch, dass zum Beispiel grüne Asteroiden nur vom Schild zerstört werden können, rote Asteroiden nur im Strength-Modus zerstört werden können und so weiter. Schauen wir uns das Script einfach mal ein bisschen an, was es macht. Erstmal haben wir den Haufen Variablen, gehen wir aber erstmal die wichtigsten durch, und zwar die public sind. Das bedeutet die, die dann für jeden Asteroiden eingestellt werden müssen. Und das Wichtigste ist wohl das Replacement. Was nämlich passiert ist, wenn so ein Asteroid zerstört wird, ist nicht, dass das Modell, was ihr hier tatsächlich seht, auseinanderspringt, sondern es wird durch eine Version des Modells ersetzt, die schon auseinandergebrochen ist. Das ist zum Beispiel die zerbrochene Version von dem lila Asteroid. Die besteht einfach aus ganz vielen kleineren Stücken. Diese kleineren Stücke haben jeweils so ein bisschen andere Attribute als das große, und zwar haben die vor allem ein Rigid Body. Das bedeutet, bei denen wird wirklich Physik berechnet, sodass sie halt auseinanderspringen können. Und dann noch ein Debris Decay Script, was einfach nur die nach einer Zeit ausfaden lässt, damit wir nicht tausend kleine Stücke die ganze Zeit über rumfliegen haben. Als nächstes haben wir einen Combo Handler. Der Combo Handler ist eigentlich nichts anderes als das Score System. Dann haben wir einmal das Partikelobjekt, die Purple Explosion. Wenn ihr ein bisschen aufgepasst habt im Spiel, seht ihr es jedes Mal, wenn Asteroid kaputt gemacht wird, gibt es so einen Partikeleffekt. Und jeder hat einen anderen. Das ist der Partikeleffekt von dem lila Asteroid. Das ist immer derselbe hier. Ihr seht schon, es gibt hier einmal Purple, es gibt hier Red und so weiter und so fort. Und jeder dieser Asteroiden hat quasi seinen eigenen Partikeleffekt. Und jeder dieser Partikeleffekte gibt es tatsächlich nur einmal in der Szene. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr so einen Partikeleffekt seht, ist es immer derselbe, nur dass er an einer anderen Stelle hingeschoben worden ist. Das spart ein bisschen Rechenleistung. Genau dasselbe ist nochmal hier die verschiedenen Arten von Partikeln. Es gibt einmal ein Partikel, wenn man draufschlägt. Es gibt ein Partikel, wenn der platzt. Es gibt ein Partikel, wenn der durch eine starke Explosion zerstört wird. Es gibt ein Partikel, wenn er durch das Orb zerstört wird. Und dann haben wir hier unten einfach nochmal die Collisions Needed. Das heißt, wie oft muss man auf dieses Ding draufhauen, bis es kaputt geht? Das ist dreimal ja bei einem lila Asteroiden, und wie viel kosmische Energie man pro Asteroid bekommt. Das ist genau eben diese Logic, von der ich gerade geredet habe. Das heißt, wir haben einmal hier, wie viele Kollisionen brauchen wir? Und dann haben wir hier einen Zähler, der pro Asteroid hochzählt, wie viele Kollisionen gab es denn schon? Und eine Variable, die die aktuelle Stärke meiner Schläge anzeigt. Normalerweise ist die Stärke 1. Das heißt, ein Schlag zählt eine Kollision. Aber wenn ich zum Beispiel in diesen Stärke-Modus reingehe, wo meine Finger so brennen, da ist die Stärke höher gestellt. Und das sieht man hier zum Beispiel, wenn aus dem Handstand-Händler die Methode ist strong, sagt true. Das heißt, wenn wir gerade diesen Stärke-Effekt haben, dann ist meine Stärke nämlich auf 5 hochgestellt, sodass ich halt ein Dreier-Kollisions-Ding direkt mit einem Schlag kaputt machen kann. Ansonsten ist die Stärke halt gleich 1. Dieser Handstand-Händler ist so, sag ich mal, das Big Brain-Script in dem ganzen Ding hier. Das ist das hier. Das ist das allerwichtigste Script in dem ganzen Game, auch das allerlängste. Es geht tatsächlich noch, es hat hier, wie viele Zeilen hat es, nicht mal 500. Das können wir uns gleich auch nochmal anschauen. Gehen wir aber erstmal hier weiter. So, jetzt haben wir erstmal pro Controller einmal Zerstörungslogik, weil durch das Tracking der Controller muss man das leider trennen. Das heißt, der Asteroid fragt erstmal, wenn ich mit einem Objekt kollidiere, ist es die linke Hand zum Beispiel. Das verhindert einfach nur, dass die Asteroiden zerplatzen können, wenn die einfach gegeneinander prallen würden. Dann dürfen Asteroiden nur zerstört werden, wenn ich gerade eine Faust mache. Das heißt, ich frage, ob der Left Controller gerade den Grip-Knopf drückt. Das ist auch wieder der Handset-Händler. Und falls ja, wird der Collision Counter um die Stärke der Schläge hochgestellt. Hier wird dann gecheckt, ob die Kollisionen erreicht sind. Wenn sie nicht erreicht sind, dann wird einfach nur so ein Funkeneffekt gespielt, dass das Ding nicht kaputt gemacht wird, und ein Soundeffekt. Und ansonsten wird das ganze Ding zerstört. Das heißt, hier wird diese Kopie von dem Objekt erstellt, die schon zerstört wird. Und zwar genau an der Stelle, wo der ursprüngliche Asteroid war, und dann auf sichtbar gesetzt.
Dann werden die Partikel abgespielt, die Soundeffekte abgespielt, der originale Asteroid zerstört und hier noch der Score hinzugefügt. Ihr seht, ich habe zwei Custom Scripts, auf die ich hier viel zugreife. Einmal der Combo Handler. Das ist eigentlich ein sehr, sehr simples Script. Was es eigentlich nur macht, ist zu sagen, hey, ich habe hier eine Variable drin, die mein Highscore ist und die wird nach oben gezählt. Hier unten sind noch ein paar Sachen, die fürs Level freischalten und so ein Gedönse wichtig sind, aber das ist erstmal nicht so wichtig. Ansonsten wird hier noch abgefragt, wenn das Ganze stark ist, dann wird natürlich eine andere Art von Explosion abgespielt und dasselbe dann nochmal für den rechten Controller. Allgemein ist das Ding so aufgebaut, dass ich hier einfach meinen Player habe und bei VR ist es ein bisschen anders. Da muss das Ganze durch das Tracking so ein bisschen komplexer sein. Dieser Player besteht aus einem VR-Rig. Auf diesem VR-Rig ist so ein XR-Rig-Plugin, das ist von Unity. Das handelt so diesen ganzen VR-Quatsch. Dann gibt es einmal hier ein Camera-Offset und dann haben wir hier die VR-Kamera, was ja quasi unser Spieler ist. Diese VR-Kamera hat ein paar Objekte drauf, zum Beispiel diese Box hier. Das seid quasi ihr. Das heißt, wenn in diese Box ein Asteroid reinfliegt, seid ihr tot. Und dann haben wir immer noch hier die linke Hand und die rechte Hand. Die haben den Punch-Handler drauf, der einfach gar nichts macht. Das ist wohl ein Relikt von meiner schlampigen Code-Arbeit. Und ansonsten, wie gesagt, ist das Level wirklich einfach manuell hingebaut, dass ich wirklich jeden einzelnen, ihr müsst euch wirklich vorstellen, jeden dieser Asteroide hier habe ich einzeln hinplatziert und einzeln überlegt, was da Spaß machen könnte. Denn das ist ja beim Level-Design so das Wichtige, dass man das immer wieder ausprobiert und die ganze Zeit überlegt, was kann man für coole Elemente machen, wie zum Beispiel halt, dass es dann hier plötzlich enger wird oder dass man sich dann, keine Ahnung, hier hinten bei diesen Säulen hier die ganze Zeit so krass ausweichen muss und so weiter und so fort. Das sind halt einfach alles Elemente, wo ich mir überlegt habe, wie kann das Spaß machen. Und diese ganzen Elemente von dem Level finden wir hier drin in dem Level-Objekt. Das sind alle Elemente aus dem Red Rings Level zum Beispiel gerade. Und dieses Level-Objekt macht eigentlich nichts anderes, als beständig auf den Spieler zufahren. Das ist nämlich auch so ein Ding. Es sieht für euch aus, als wenn ihr durch das Level fliegt, aber eigentlich fliegt das Level zu euch. Wenn wir uns das mal kurz angucken, steht ihr eigentlich die ganze Zeit nur auf dieser Stelle hier. So, wenn ich jetzt hier auf Play drücke, dann seht ihr nämlich, dass ihr euch eigentlich gar nicht bewegt, sondern das Level bewegt sich zu euch. Das ist nur eine Illusion, sage ich mal, dass ihr denkt, dass ihr durch das Level fliegt. Das ist immer so eine ganz witzige Sache. Einer der wichtigsten Layer ist übrigens dieses Post-Processing hier. Wenn ich das mal anmache, seht ihr nämlich direkt hier in dem Bild. Dadurch kommen die ganzen Farbeffekte, das ganze Leuchten und so ein Gedönse rein. Das habe ich nur mal ausgeschaltet und habe ein Skript, was es anmacht, sobald das Game angeht, weil es ist zum Bauen immer ein bisschen nervig. Gehen wir einfach mal in das allerwichtigste Herzstück dieses ganzen Dings rein. Und zwar dem Handstate Handler. Das ist ungefähr die Klasse, die ich in fast jedem Skript eigentlich benutze, weil das die Kernlogik des kompletten Spiels ist. Schauen wir uns das einfach mal an. Wir haben erstmal wieder einen Shitload von Variablen. Das sind die Variablen, die ich da reingezogen habe. Aber ihr seht schon, in dem Ding drin haben wir noch ein paar mehr. Und zwar halt auch zum Beispiel die Lichter bei dem Stärkeeffekt. Wenn der Stärkeeffekt nämlich angeht, werden noch ein paar Lichter an euren Händen aufgedreht, sodass es wirklich leuchtet alles. Und auch noch so ein bisschen Logikvariablen, wie diese, ob die Stärke an ist und so. Gehen wir einfach mal alles Stück für Stück ein bisschen durch. Dann seht ihr mal so ein bisschen, was hinter den Kulissen abgeht. Erstmal haben wir hier oben einen Awake, wo eine Instance von dem Ding erstellt wird. Das ist einfach quasi dieses Stückchen Code macht, dass ich zum Beispiel hier einfach den Handset-Händler so aufrufen kann und nicht immer wieder eine Variable dafür erstellen muss. Das ist einfach so eine Sache, die ist so ein bisschen praktisch. Ist nicht der cleanste Code dadurch, aber egal. Hier haben wir einmal die Controller. Dann haben wir hier, wie gesagt, nochmal ein Shit von Variablen. Gehen wir erstmal hier in die Startmethode. Die Startmethode wird aufgerufen, sobald die Szene bzw. das Level startet. In der holen wir erstmal eine Liste von allen Geräten, die wir quasi angeschlossen haben. Das sind die Controller, das ist das Headset. Und in dieser Liste ist der linke Controller immer Platz 1 und der rechte Controller immer Platz 2 bzw. Platz 3. Das fängt ja immer bei 0 zu zählen. Deswegen weisen wir das hier einmal Variablen zu. Dann haben wir hier einmal die Partikelsysteme, die initialisiert werden. Genauso wie die kosmischen Partikel, die Schildpartikel und das Orb. Jetzt kommen wir zu den ersten interessanten Methoden. Und zwar haben wir einmal Both Controller Triggered. Ich muss ja bei dem Game zum Beispiel übel oft abfragen, ob diese beiden Knöpfe wirklich gedrückt sind. Das ist zum Beispiel wichtig, um diesen Stärkeeffekt zu aktivieren. Und damit ich nicht jedes Mal das von 0 schreiben muss, habe ich mir hier eine kleine Methode gemacht, die einfach fragt, yo, sind eigentlich gerade beide diese Knöpfe gedrückt? Das heißt, jedes Mal, wenn ich nur wissen will, yo, sind beide Knöpfe gedrückt, dann frage ich einfach diese Methode und die sagt mir dann ja, nein. Und ich spare mir quasi jedes Mal diesen Code neu zu schreiben. Dann haben wir hier einmal die Logik für die kosmische Energiebar, die ihr unten immer seht, in dem Visier. Hier wird quasi eure kosmische Energie hochgezählt. Hier seht ihr Cosmic Energy ist gleich Cosmic Energy plus Energy. Das bedeutet, hier wird quasi dann hochgezählt. Die Energie wird quasi übergeben. Diese Methode Add Cosmic Energy wird aufgerufen in Chatter on Collision. Und zwar hier. Das sagt ja basically einfach nur, yo, füge der kosmischen Energie den Cosmic Energy Gain zu. Der Cosmic Energy Gain ist die Anzahl, die man an kosmischer Energie dazu bekommt, wenn man den
Exogen zerstört. Und was dann im Handset-Händler ist passiert, der nimmt diese Zahl, in diesem Fall heißt sie bei mir Energie, und rechnet die einfach auf eine Variable drauf und das andere hier ist nur Kram für dieses Energieleuchten, falls ihr die maximale Anzahl erreicht habt. Hier haben wir noch eine kleine Methode, die einfach nur auch nur so Utility ist. Die Methode ist auch ziemlich wichtig, denn wenn ihr zum Beispiel eure Stärke-Effekt aktiviert, soll der ja pro Sekunde quasi kosmische Energie verbrauchen. Und das hier ist die Logik, die quasi eure kosmische Energie pro Sekunde runterzählt. Hier ist dann die Animation der kosmischen Bar. Die Cosmic Bar ist, by the way, nur mal so als Fun Fact, wenn wir jetzt hier mal kurz in den HUD reingehen. Das Visier, was ihr quasi seht, ist übrigens ultra klein. Das ist das Visier, mega, mega mini. Und diese kosmische Bar hier, die sich immer füllt, ist eigentlich nur ein Rechteck, was dann immer anders skaliert wird. Und hier ist eben diese Skalierung. Hier sind einfach noch ein paar Methoden, um so Controller-Sachen abzufragen. Zum Beispiel, ob der Link-Controller diesen Trigger-Knopf hier drückt oder nicht. Das ist einfach nur so Kram, damit ich nicht immer alles von vorne coden muss. Jetzt kommen die wirklich spannenden Sachen. Und zwar einmal der Strength-Mode und der Shield-Mode. Das sind quasi die beiden Methoden, die Logik von dem Stärke-Modus und von dem Schild-Modus sind. Fangen wir einfach mal mit dem Stärke-Modus an. Und zwar, wenn beide Controller hier diesen Grip-Button gedrückt haben, das ist die Methode, die wir uns vorhin angeguckt haben, und die kosmische Energie größer als 0 ist, also wir kosmische Energie zu verbrauchen haben, dann fangen wir die Drehung beider Controller ab, denn der Stärke-Effekt soll nur aktiviert werden, wenn die Hände zueinander zeigen. Und das ist genau eben diese minus 40 und plus 40 hier. Und wenn das der Fall ist, dann aktivieren wir den Stärke-Modus. Dazu schalten wir unsere Stärke-Effekte an. Diese Stärke-Effekte liegen in den Händen drin. Hier haben wir zum Beispiel den Strength-Air-Effekt. Das ist einfach dieser Partikeleffekt von der Stärke. Der ist einfach quasi in der getrackten Hand drin. Der wird dann einfach so aktiviert und hängt dann quasi an der Hand. Das so rechts, links. Dann wird er noch angeschaltet, dass man den sehen kann. Dann wird noch dieser schöne Soundeffekt abgespielt. Ich habe vorhin noch was erzählt, dass das Feuer noch Licht machen soll. Und das Licht soll nicht einfach nur angehen wie eine Glühbirne, sondern wie das Feuer halt langsam angedreht werden. Und dazu habe ich eine Methode gemacht, die heißt Fade In und Fade Out. Die ist hier unten. Das ist einfach nur eine Methode, wo ich sagen kann, yo, welches Licht soll gefadet werden, soll das ein- oder ausfaden und über welchen Zeitraum, und das macht es dann. Normalerweise im Game leuchtet die Hand ja so cyanfarben. Diese cyanfarbene wird jetzt in Rot umgewandelt. Die Strength-Variable wird auf True gesetzt. Das ist ja wichtig für die Shatter-on-Collision-Logik hier. Da wird nämlich hier abgefragt, ob diese Variable auf True ist. Wenn die nämlich auf True ist, dann sind wir im Stärke-Modus und dann wird die Stärke entsprechend hier umgestellt. Die Consumption ist, wie viel kosmische Energie du pro Sekunde verlierst. Hier ist nochmal Logik, dass das Ganze auch wieder ausgeschaltet wird. Und ähnlich funktioniert eigentlich auch das Schild. Das Schild fragt einfach nur ab, ob beide Buttons hier getriggert sind, um das Schild anzuschalten. Dann wird das Schild hier angeschaltet. Ist basically genau dasselbe wie hier oben, nur ein bisschen anders. Die restlichen Sachen sind hier einfach nur Utility-Sachen, wie zum Beispiel, dass ich die Schild-Variable setzen kann, dass ich Ob-Variable setzen kann. Das ist zum Beispiel das Schild, was dann angeschaltet wird. So sieht der Schildeffekt von außen aus. Wir können uns noch mal kurz ein paar andere Level anschauen. Also wir haben halt einmal Asteroid Fields. Das ist das erste Level, was ihr seht. So schaut es in Unity aus. Basically funktioniert es aber genau wie alles andere auch. Es ist einfach nur eine Anreihung von Asteroiden, die ich mir so überlegt habe. Dann gibt es natürlich noch das Todesmenü. Das sieht in Unity sogar ziemlich weird aus, weil da einfach so eine weiße Wand da gerade hängt. Diese weiße Wand geht weg, sobald man auf Play drückt. Das ist dieser Transition-Effekt, wenn man quasi stirbt, und dann sieht man hier da unten die ganzen Texte und so umgedönse. Dann haben wir Harmonic Convergence. Die Level sehen eigentlich immer alle recht ähnlich aus, sind wirklich halt einfach Asteroiden aneinander geschachtelt. Das hier ist sogar ganz cool wegen den ganzen Planeten. Dann haben wir das Hauptmenü. So schaut das aus. Das Hauptmenü hat natürlich nochmal so ein bisschen neue Logik, sag ich mal. Und zwar vor allem hier in dem Canvas, das hat diesen Main Menu Loader. Das ist quasi die ganze Logik, dass ihr immer ins richtige Level gebracht werdet und auch die richtigen Levels freigeschaltet werden. Hier sind zum Beispiel die ganzen Logs für die Levels. Das heißt, dass die Levels noch nicht spielbar sind. Und hier sind zum Beispiel dann, lade das Asteroid Level, lade das Red Rings Level. Und hier ist quasi die Logik, wann welches Level freigeschaltet wird. Für mich muss ich wirklich sagen, es war so die coolste Programmiererfahrung von den drei Spielen, weil es einfach ein Game war, wo ich wirklich die ganze Zeit im coolen Programmierfluss war und nicht die ganze Zeit irgendwelche Headache-Probleme hatte. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es durch die Übung kommt, weil das ist das dritte Spiel, was ich in Unity gemacht habe. Und aber auch daher kommt, dass die Logik des Spiels eigentlich nicht so kompliziert ist. Also wie gesagt, die komplizierteste Methode ist halt eigentlich wirklich nur diese Hand-State-Handler, und es sind eigentlich einfach nur ein paar Else-If-Verschachtelungen ineinander rein, die ein bisschen schlau platziert sind. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein bisschen was gelernt, habt ein bisschen so hinter die Kulissen blicken können, wie das Spiel wirklich funktioniert. Genau wie das in dem Red Rings Level funktioniert, was ich erklärt habe, funktioniert es auch in allen anderen Leveln. Ich habe quasi einfach am Anfang nur dieses Asteroid Fields Level komplett fertig gemacht mit allen Logik-Sachen. Die ganze Logik dann einfach nur dupliziert und das Level neu gemacht. Wir haben hier einfach noch einen Objektkiller hinter uns. Das heißt, wenn ihr Asteroiden verpasst und die nicht zerschlagt, sobald ihr hinter dieses Ding kommt, werden die einfach gelöscht, um einfach wieder performen
Sounds besser zu machen. Ihr seht schon, es sind nicht so viele Sachen pro Level hier, ne? Also das meiste sind wirklich die Objekte selbst. Das ist ja nichts wirklich Spannendes. Was vielleicht noch ganz cool zu sehen ist, ich habe hier so Guide-Objekte genutzt, um das Level zu bauen. Die sehen so aus. Es ist einfach so eine, ja, so eine Art Gang, damit ich mich orientieren konnte, wie hoch und wie breit das alles ist. Nachher ein Level Bounce gibt's noch. Das war auch so eine Sache, die habe ich last minute noch schnell gemacht. Und zwar habe ich noch eine Box um den Spieler gemacht, dass ihr nicht einfach, wenn ihr einen zu großen Raum habt und theoretisch einfach aus dem Level rauslaufen könntet und einfach alles an euch vorbeifliegt und ihr so theoretisch einfach alles Level easy durchspielen könntet, das verhindere ich hier mit so einem kleinen Script. Die größte Game-Logik habe ich auf jeden Fall euch gezeigt, wie das Spiel kernmäßig funktioniert. Der Rest sind einfach so ganz viele Kleinigkeiten und Bugfixes gewesen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sagt mir einfach in den Kommentaren, ob ich das beim nächsten Game vielleicht auch machen soll, dass ich so ein bisschen hinter die Kulissen zeige. Und ja. Super viele von euch haben mich schon immer gefragt, wie habe ich überhaupt angefangen mit dem Programmieren? Und eine der ersten Sprachen, die ich wirklich gelernt habe, war JavaScript. Das war so mein Startpunkt. Und ich habe einfach mal mit Skillshare gequatscht. Die haben ja auf dem Main-Channel schon super oft supported. Denn ich habe gesehen, die haben eine super coole JavaScript-Klasse von Chris Heilman. Die heißt The JavaScript Toolkit. Und da lernt ihr ziemlich viel über JavaScript. Wie gesagt, das war nur mein Start in die Programmierung. JavaScript ist, finde ich, eine ziemlich zugängliche Sprache, um sie zu lernen. Auf Skillshare, wie ihr wisst, gibt es aber generell Kurse zu allen möglichen Kreativität, Videos, Grafikdesign, Filmmaking. Und das alles ist von professionellen Leuten, die in der Branche wirklich arbeiten, die euch dabei bringen. Und das alles, dieses ganze Wissen, kostet euch weniger als 10 Euro im Monat im Jahresabo. Außerdem hat Skillshare richtig reingegönnt und die ersten 1000, die sich unten in der Videobeschreibung unter dem Link registrieren, können Skillshare Premium kostenlos testen. Da könnt ihr euch auch direkt den JavaScript-Kurs reinziehen. Und ja, ich denke, das ist eine ganz coole Sache für alle, die jetzt wirklich mal anfangen wollen, nach dem Video Programmieren zu lernen. Ich denke, gerade wo wir eh zu viel zu Hause sein müssen, ist es einfach die perfekte Zeit, um neue Skills zu lernen. Und Skillshare ist halt eine echt coole Plattform, wo man gerade so Skills wie Programmierung sich super selbst beibringen kann. Vielen Dank an Skillshare für die coole Opportunity. Ich hoffe, ihr nutzt sie und meldet euch einfach unten an. Und ja, danke für die Unterstützung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Bitte abonniert meine Channels. Danke. Stay curious. LOL.